Ja, eigentlich als Kind, durch meine Eltern, gell, muss ich sagen. Und ja, wenn ich so überlege, war ich sogar da im Turmverein schon als ganz kleiner Zwerg sogar schon. Also da kann ich mich erinnern, die Turnhalle war ganz was Besonderes, weil das war so eine riesengroße Turnhalle. Und es ist lustig für mich, wenn ich jetzt selber drinnen stehe, gell? Also, und die Zwerge unterrichte. Aber sonst, ja, durch die Eltern. Das war schon immer ein Vorbild. Die waren auch immer relativ sportlich. Ja, was mich motiviert, es ist immer sehr spannend eigentlich, weil die Kinder, wenn sie da so am Anfang reinkommen in die Turnhalle, sind sie oft noch recht schüchtern und die Eltern auch etwas nervös, gell? Und wenn man dann sieht, was die für einen Prozess innerhalb von einem Jahr durchmachen, ist das extrem interessant. Und was ich auch so spannend finde, die machen das nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es dürfen und können. Und das ist das Schöne, dieser natürliche Bewegungsablauf und das ist einfach toll. Also das ist echt super. Einfach, ja, Kind, wie wir Kinder sind. Einfach natürlich. Tanzen ist wirklich mein Schwerpunkt und ja, ich bin eigentlich relativ trotzdem breitflächig aufgestellt von den verschiedenen Tanzstilen durch meine Ausbildung und mit den Jüngeren eben im kreativen Bereich, das mag ich sehr gern, also mit Tanzgeschichten. Aber es ist natürlich schon mein Steckenpferd, auch dieses Modern Jazz. Durch die Musical-Ausbildung, was ich gehabt habe, ist natürlich der Jazz-Bereich auch sehr im Vordergrund. Ja, Stepptanz sowieso, weil die Rhythmik einfach ganz wichtig ist. Und ja, ich selber, ja, wenn man da einmal Blut geleckt hat im Tanz, dann kann man nicht mehr aufhören. Ja, meine Familie. Das ist einfach mein Rückzugsort, da man doch in unserem Beruf schon sehr viel hergeben muss oder soll oder auch darf, ist mir das recht wichtig, dass ich eigentlich den Rückhalt meiner Familie habe und auch meiner Kinder. Das ist mir ganz wichtig. Und eben mein Garten und mein Zuhause eigentlich. Ja, ja, das sind ganz viele. Das denkwürdig, ja, ein besonderer Einschnitt ist immer natürlich, wenn man Kinder selber bekommt, wenn man Mutter wird. In der Jugendzeit, ja, die verschiedenen Abschlüsse von diversen Ausbildungen. Und ja, ganz denkwürdig. Aktuell, vor einem Jahr eigentlich, dass ich Oma geworden bin. Und sonst, ja, ich darf zurückgreifen wirklich an ganz viele Auslandsaufenthalte, auch in meiner Jugendzeit, eben Bühnentätigkeit. Aber da muss dafür der Typ dazu sein. Und ich bin schon eher so dieser familiäre und so heimatverbundene Mensch. Und deswegen hat es mich dann schon wieder daher gezogen nach Wels. Ja, mit meiner Perfektion, ja, ich will mir sehr alles perfekt machen und da bin ich ab und zu ein bisschen im Weg, manchmal, vielleicht manches ein bisschen gelassener zu nehmen. Gelingt mir jetzt schon viel besser und oft 3, 4 Sachen gleichzeitig zu machen. Aber ja, das bin ich und mit dem Alter wird man auch etwas ruhiger. Ich würde sagen, meine Freundlichkeit, dann würde ich schon sagen, meine positive Ausstrahlung und was jetzt nicht so genau. Wie wir alle wissen, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und ich merke selber, je älter man wird, desto mehr muss man dran sein und es ist einfach wichtig, gell? Also das ist eigentlich schon meine Motivation, weil wir wollen ja alle gesund einmal in die Pension gehen und ja, es gibt einfach auch viel Energie und Kraft, der Sport. Ja, denn das habe ich jeden Tag leben, als wenn es der letzte Tag wäre.